Herzlich willkommen beim Tagesspiegel. Mein Name ist Stefan Andreas Kastorf. Ich bin Herausgeber, sagen wir Hereingeber beim Tagesspiegel. Und ich freue mich, Sie zu begrüßen zum Thema seltene Erkrankung. Lebersche Optikusatrophie. Interstitielle Zystitis. Morbus Alexander. Sie merken, schwierige Wörter, schwierige Krankheiten. Noch nie gehört, kein Wunder. Das sind nämlich seltene Erkrankungen. Selten, weil nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen in der gesamten Europäischen Union an derselben Krankheit leiden. Zum Vergleich, rund 850 von 10.000 EU-Bürgern leiden an Diabetes Typ 2. Dabei sind schätzungsweise 300 Millionen Menschen und etwa 4 Millionen in Deutschland von einer seltenen Erkrankung betroffen. Und betroffen ist ein wichtiges Wort in diesem Zusammenhang. Deswegen machen wir das hier. Noch einmal zum Vergleich die Diabetiker. Das sind 425 Millionen Menschen weltweit und 8 Millionen in Deutschland. Man könnte also behaupten, dass die Seltenen eine kritische Masse sind. Und doch haben nicht nur Sie und ich, sondern auch viele kluge Wissenschaftler und Mediziner nichts über die lebersche Optikusatrophie, über interstitiellen Zystitis oder Morbus Alexander gehört. Und noch gibt es für die seltenen Erkrankungen selten eine Therapie. Während zur Krankheitsbehandlung der Diagnose Diabetes der Arzt wählen kann zwischen verschiedenen Wirkstoffen, zwischen Biguaniden, Flozinen, DPP-4-Hämmern, Alpha-Glucosidase-Hämmern und so weiter, gibt es für die geschätzt 8.000 verschiedenen seltenen Erkrankungen insgesamt gerade einmal rund 160 Arzneimittel, die diese Krankheiten lindern oder heilen können. Also in der EU sind 109 sogenannte Orphan Drugs zugelassen und dazu kommen 52 weitere, die zurückgegeben wurden oder deren Zulassung nach 10 Jahren abgelaufen ist, die aber immer noch im Markt sind. Also, Sie sehen, rund 160 angesichts von 8.000 Krankheiten. Davon hören, darüber reden, den Menschen mit einer seltenen Erkrankung eine Stimme geben und vielleicht etwas in Bewegung setzen, in Forschung, Therapie und Behandlung, das versucht der Internationale Tag der seltenen Erkrankung jedes Jahr am letzten Tag im Februar. Und wir schließen uns bereits zum 4. Mal dieser, sagen wir, Bewegung an und schaffen beim Fachforum Gesundheit für die Belange der seltenen Krankheiten und der Betroffenen eine Öffentlichkeit. Und dass wir das tun können, dafür danken wir unserem Sponsor des heutigen Tages, dem Forschen und Forschenden Arzneimittelunternehmen Takeda. Beim Fachforum Gesundheit wollen wir heute über die vielen unter den seltenen Erkrankungen sprechen. Wir wollen für Verständnis für die Betroffenen werben und im besten Fall Initiativen zur Unterstützung der Patienten anstoßen. Lassen Sie mich nochmal sagen, damit Ihnen die Tragweite klar wird. Seltene, 8.000 seltene Krankheiten mit hunderten genetischen Variationen. Rund 80% sind genetisch bedingt. 95% der seltenen und komplexen Krankheiten haben keine von der FDA zugelassene Therapie. Weit mehr als 50% der Krankheiten beginnen bereits im Kindesalter. Und leider haben immer noch nur 30% dieser Kinder eine Chance, ihren 5. Geburtstag zu erreichen. Ein Patient besucht typischerweise bis zu 8 Ärzte. 4 Ambulanzen und 4 Spezialisten und erhält 2 bis 3 Fehldiagnosen, bis endlich die exakte Diagnose gestellt wird. Im Durchschnitt beträgt die Dauer zwischen dem Ausbruch der ersten Symptome bis zur richtigen Diagnose fast 5 Jahre. Eine verspätete exakte Diagnose kann höhere medizinische, wirtschaftliche und soziale Belastungen verursachen und zu ungeeigneten medizinischen Maßnahmen wie Operationen, Medikamentengaben und psychologischen Behandlungen führen. Das noch einmal ist der Grund, warum wir heute hier uns
dieser Bewegung anschließen, um Bewegung herbeizuführen. Nun möchte ich eine Stimme der Menschen mit einer seltenen Erkrankung begrüßen, Dr. Axel Lankenau. Er ist berufstätiger Vater zweier Söhne mit einer seltenen Erkrankung, steuert ein privates Pflegeteam von 13 Personen und engagiert sich daneben für die Elterninitiative PCH-Familie durch Aufklärungsarbeit, durch Aktionen, durch die Akquise von Spendengeldern und hat eine Studie mit initiiert, die die Erkrankung nicht nur seiner Söhne erforscht. Willkommen, Herr Lankenau. Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Nein, danke, dass Sie bei uns sind, denn ich kann mir kaum vorstellen, welche Belastung Sie tragen müssen. Wie geht das eigentlich alles? Job, Pflege, Engagement und das auch noch in dieser Corona-Zeit? Gut, das ist eine große Herausforderung, aber es ist halt so, dass wenn man sieht, dass es auch was bringt, macht es auch Spaß, sich dafür einzusetzen. Und gerade die Elternarbeit bei den seltenen Erkrankungen ist sehr, sehr wertvoll und bringt vielen Familien sehr viel Unterstützung. Sie sind ja Mitbegründer der sogenannten PCH-Familie. Ganz kurz, PCH ist die Abkürzung für pontozerebelläre Hypoplasie Typ 2. PCH2. Was ist das? Das ist eine Kleinhirnfehlbildung, die durch einen Gendefekt entsteht. Da ist in den 3 Milliarden Basenpaaren eine Erbinformation falsch. Und das hat zur Folge, dass eine schwere Hirnschädigung eintritt. Die Kinder haben massive Koordinationsstörungen, können nicht schlucken, greifen, sprechen, sitzen, laufen. Und haben einfach sehr viele Einschränkungen, Epilepsie und gegebenenfalls Atemprobleme, die sie im Prinzip zu Pflegefällen machen. Aber wir haben es mit vielen Familien geschafft, auch sowas wie Leben zu ermöglichen mit den Kindern, sind sehr aktiv, auch in der Freizeit und draußen unterwegs, sodass wir versuchen, diesen Spagat zwischen Schwere der Erkrankung, aber dem, wie soll ich sagen, auch am Leben teilhaben zu organisieren. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen, vielleicht hören Sie es sogar, ich atme schwer, weil das kaum vorstellbar ist. Jonas ist jetzt 15. Es ist nicht üblich, dass Jonas 15, also einer mit PCH2, 15 wird. Sie haben es geschafft, auch wahrscheinlich durch Ihr Herz und durch Ihre Mitwirkung, durch alles das, was Sie da tun. Als bei Jonas vor 15 Jahren PCH diagnostiziert wurde, was wusste man eigentlich darüber? Ja, wir vergleichen das immer mit so einem Berg. Also man wusste nicht viel, man hatte Vermutungen, wie der Erbgang sein könnte, man wusste, wie die Hirnfehlbildung aussieht. Aber als Eltern wussten wir ehrlich gesagt überhaupt nichts. Wir standen vor einem hohen Berg, wir wussten nicht, wie hoch der war. Wir wussten nicht, ob ein Weg da hochgeht und wo der dann auch ist. Der Berg war wolkenverhangen. Wir hatten keinen Plan, was zu tun ist und wir waren alleine. Das ist das Wichtige. Und was wir seitdem geschafft haben, ist, dass wir durch den Kontakt zu anderen Familien den Berg jetzt erkundet haben. Wir wissen ziemlich genau, auch durch die Kooperation mit den Forschern, wie hoch dieser Berg ist. Wir kennen einige Abgründe, wo man besser nicht langlaufen sollte. Wir kennen Wege auf diesen Berg. Und insbesondere sind einige schon ziemlich weit hochgeklettert auf dem Berg und kommen, wenn neue Familien unten stehen, runtergelaufen und helfen denen da hoch. Das ist genau die Elternarbeit. Wie viele Familien sind das denn, mit denen Sie verbunden sind, vernetzt sind? Wir sind über 60 Familien jetzt in unserem Elternforum, in dem Verein. Und wir schätzen das so grob auf 2/3 der Population im deutschsprachigen Raum. Das ist ganz wichtig später für die Forschung. Wir sind so selten, dass wir nicht 5 auf 10.000 sind, sondern ein Kind auf 1 Million Einwohner. Treffen Sie sich denn zuweilen? Und wenn ja, wie? Mhm. Auch mit den Kindern gemeinsam dann? Ja, das ist natürlich schwierig, weil die Kinder immer von Pflege versorgt sein müssen. Wir haben das in der Vergangenheit in Kinderhospizen gemacht. Das sind quasi die einzigen Einrichtungen, die vom Betreuungsschlüssel in Deutschland überhaupt in der Lage sind, Familien wie uns aufnehmen zu können.
Und das haben wir jetzt 5-mal gemacht und planen auch weitere Treffen dann. Im Kinderhospiz kommen dann auch Sie mal zum Schlafen. Ist das so? Also ich Das ist erinnere der mich, Plan da. also 2 Stunden in der Nacht geschlafen zu haben und das über Monate ist nicht sehr viel, um das zu sagen. Wie machen Sie das denn in Ihrem Job? Sie sind ja Teamleiter, also Engineering IT bei Daimler, noch Daimler-Benz, demnächst Mercedes-Benz, in Teilzeit. Was sagt denn Ihr Arbeitgeber? Sie sind hingegangen und gesagt, ich habe zwei kranke Kinder, eine seltene Erkrankung, ich brauche Hilfe, und dann sagen die, mach, Axel. Oder wie haben die das Ja, gemacht? Oder? also die haben immer sehr, sehr unterstützend reagiert, aber genau die Situation, die Sie gerade beschreiben, die gab es tatsächlich, wo es vor 4 Jahren dem Jonas mal richtig schlecht ging. Da bin ich tatsächlich hingegangen und habe gesagt, also es gibt jetzt die Option, entweder ich mache noch 50% oder ich muss Pflegezeit nehmen mit unklarem Ausgang, wie das laufen soll, wann und ob ich wiederkommen kann. Und da habe ich immer super, super gute Unterstützung erfahren. Das ist, denke ich, ein Baustein, dass das funktionieren kann. Sie haben ja jetzt 2 Söhne. Das ist eine zweifache Belastung. Man könnte sagen doppelt. Sie sind ja Informatiker, können also auch noch rechnen. Also das macht es noch härter für Sie und Ihre Familie. Wie verzweifelt man nicht an dieser Situation? Also erstmal, die Kinder geben einem sehr viel zurück. Das ist ganz wichtig, dass PCH2-Kinder können auch lachen, man kann mit denen was unternehmen. Es ist eine sehr starke Bindung zu den Kindern, die zeigen sehr deutlich Dankbarkeit und dass sie sich wohlfühlen. Und sie zeigen leider auch manchmal, dass es ihnen irgendwie was stinkt. Und Wow. das macht es aber eigentlich ganz, ganz angenehm, dass man einfach auch interagieren kann mit den Jungs und auch mit den anderen PCH-Kindern. Die geben einem sehr viel Kraft. Und für mich ist einfach von Anfang an dieses auch wichtig gewesen, anderen Familien helfen zu können, über die Elternarbeit zu sehen, dass Jonas und Felix jetzt nicht nur für sich stehen, sondern dass die auch quasi anderen Familien noch den Weg auf den Berg zeigen können. Haben Sie Hand aufs Herz irgendwann mal das Gefühl gehabt, Sie und Ihre Frau, das schaffen wir nicht mehr? Ich stecke auf. Ja. Das haben wir ganz am Anfang genau einmal. Also da habe ich ehrlich überlegt, ob es besser wäre, auf dem Rückweg aus der Klinik nach der Diagnosestellung vom Felix gegen den nächsten Baum zu fahren. Das war aber wirklich das einzige Mal, wo dieses "Ich schaffe das irgendwie nicht, wir kriegen das nicht hin" ein Thema war. Und das ist jetzt auch 14 Jahre her und seitdem überwiegt eher so der Wille, das Leben zu organisieren. Der Arzt, der uns die Diagnose zum Jonas gegeben hat, der hat gesagt, das ist wie so eine Art Bilderrahmen, und unser Auftrag wäre, Jonas im Rahmen seiner eingeschränkten Möglichkeiten ein möglichst schönes Leben zu machen. Und dem Auftrag, dem laufen wir immer noch nach, sozusagen. Sind Sie gläubig? Nee, überhaupt nicht. Sie glauben an Zahlen, an Empirie. Ja? Wir tun das ja Ja, auch kann und man so deswegen sagen. machen wir das ja auch. Wir kommen jetzt zu der Frage nach dem Forschungsprojekt. Sie haben Ja. das ja mitinitiiert. Wie ist dazu gekommen? Naja, wir versuchen schon seit langem, den Familien eine Grundlage zu schaffen, dass die, wenn sie dann mal eine Diagnose haben, sie haben das sehr schön beschrieben, das dauert manchmal sehr, sehr lange, bis man eine Diagnose hat. Und wenn man dann die Diagnose pontozerebelläre Hypoplasie bekommt, dann ist man noch nicht viel weiter, weil die behandelnden Ärzte vielleicht gar nicht wissen, was das ist, was man tun muss. Und wir haben inzwischen relativ viele Medikamente zum Beispiel identifiziert, die diesen Kindern gut helfen, die Alltagstücken sozusagen zu ertragen. Sowas wie Sodbrennen, das kennen wir alle. Das tut halt höllisch weh, wenn ich ein Glas Wein zu viel getrunken habe. Und das haben die Kinder eigentlich jeden Tag und deswegen muss man was dagegen tun. Jetzt ist es bei unseren Kindern so, dass da nicht die Standarddosis von dem Magensäurehemmer hilft, sondern die brauchen viel, viel mehr. Jetzt muss ich als betroffene Eltern dem Kinderarzt erstmal sagen, das geht nicht nach Packungsbeilage, ich brauche die vierfache Dosis von dem, was in der Packungsbeilage steht.
Und wenn ich dann noch den Fehler mache und sage, ich habe im Internet gelesen, dass man das braucht, dann macht der Arzt verständlicherweise dicht, weil da steht halt viel im Internet. Ja, Und Professor deswegen haben wir Dr. beispielsweise, Google. genau. Deswegen haben wir beispielsweise vor ein paar Jahren so eine Studie gemeinsam mit den Forschern in Tübingen gestartet, wo wir den Verlauf der Erkrankung beschrieben haben und auch die Medikamente, die besonders gut helfen. Deswegen können jetzt die neuen frisch diagnostizierten Familien mit dieser Elternbroschüre zum Kinderarzt gehen und sagen, nicht Dr. Google, sondern Uniklinik Tübingen zum Beispiel sagt das jetzt. Sagen Sie, haben Sie noch Hoffnung auf Heilung für Ihre Söhne? Nee, Oder wir jetzt haben also geschöpft im Laufe der nee, Jahre? also die Motivation für unser Forschungsprojekt, dieses PCH2 Cure, ist nicht primär, dass die lebenden Kinder noch geheilt werden können. Das denke ich, das funktioniert nicht. Was wir uns aber schon erhoffen, auch für die lebenden Kinder, auch für Jonas und Felix, in dem, wie Sie richtig sagen, Methusalem-Alter für PCH2, dass wir noch Möglichkeiten der Erleichterung des Alltags bekommen. Es gibt immer noch unklare Unruhezustände, eine therapieresistente Epilepsie und so weiter. Da erhofft man sich, wenn wir die Krankheit besser verstehen, dass auch die lebenden Kinder noch profitieren davon. Und langfristig die große Hoffnung ist, dass wir es wirklich schaffen, diesen Spruch bei Diagnosestellung, sorry, wir können nichts für Ihr Kind tun, dass wir das in den Griff kriegen und dass wir irgendwann sagen können, wir können den Berg wegsprengen und PCH2 ist heilbar. Also, bevor ich Sie frage, was Sie sich wünschen, denn Sie können jetzt einen Wunsch äußern, das ist ja der gute Aspekt an dem Ganzen, was Sie hier machen. Also von den forschenden Unternehmen, Politik, Wissenschaft, Gesellschaft, also überlegen Sie sich schon mal die Frage, ob Sie ein Anhänger der Genomeditierung sind. Also, ob Sie sich wünschen, dass CRISPR da was verändert, dass wir da ran können, dass Sie da ran können, die Menschen, die Kinder mit seltenen Erkrankungen haben oder die betroffen sind und es schon wissen. Und dann gewissermaßen eingreifen in das Erbgut. Na, die Frage, wann und wie man da eingreift, das muss man halt sehen. Aber ich bin schon der Ansicht, wenn wir, ich meine, vor irgendwie 100 Jahren konnte man auch nicht impfen, jetzt kann man halt impfen, da profitiert die Menschheit sehr stark davon. Wenn wir zuverlässig wissen, dass wir solche Erkrankungen wie PCH2 quasi reparieren können, wie wir es jetzt inzwischen mit SMA weitestgehend können, dann unterstütze ich das sehr stark, weil ich einfach sehe, was möglich ist an Verbesserungen dann und auch an Erleichterungen für das Leben der Familien. Und das ist, muss man aus meiner Sicht sehr scharf trennen vor diesen Diskussionen Designer-Baby und so weiter. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass da was nachhaltig kaputt ist, dass da was fehlt und das muss ich machen können. Also da bin ich sehr starker Befürworter davon. Daher kommt auch meine Frage nach, sind Sie gläubig? Denn das Leben, wie es vor uns steht, geht, sitzt, ist lebenswert. Und Sie zeigen das. Also, was wünschen Sie sich von den forschenden Unternehmen, von Politik, Wissenschaft, Gesellschaft? Sagen Sie es, ich nehme es mit. Und ich komme nachher nochmal zu Ihnen zurück. Sehr gerne. Also ich wünsche mir einfach, dass die Seltenen und auch wir als extrem Seltene, dass die nicht vergessen werden. Ihr Forum hier zeigt, dass das ab und zu mal passiert. Das wünsche ich mir noch in viel größerer Breite. Und dass man die Seltenen auch vielleicht eher als Chance als Risiko sieht. Sie haben das den nächsten Teil der Veranstaltung als Chancendialog überschrieben. Und das fände ich schön. Wir müssen das im Alltag dauernd machen. Wir müssen immer sagen, natürlich gibt es tausend Gründe, irgendwas jetzt nicht zu machen, weil das vielleicht mit diesen Kindern gefährlich ist. Aber dann können wir uns auch gleich im Keller einschließen. Das macht keinen Sinn. Und deswegen Großartig. würde ich mir diesen Aufbruch, diese Chancen ergreifen, das würde ich mir wünschen. Ich weiß, dass Sie mit Ihren Kindern auch Reisen machen, das müssen wir mal vorstellen. Wir machen jetzt auch eine Reise und zwar möglicherweise zu den Chancen. Vielen herzlichen Dank für diesen Moment und wie gesagt, ich habe nachher noch eine Frage an Sie. Und dann wollen wir mal Sehr gucken, ob gerne. Sie zufrieden sind. Ich freue mich. Dankeschön. Danke. Die Geschichte von Herrn Lankenau und seiner Familie, die ist beileibe kein Einzelfall. Also von einer seltenen Erkrankung Betroffene müssen mit ihren Angehörigen tagtäglich ein extrem hohes Maß an Ungewissheit und Verantwortung schultern.
nochmal 2 Stunden in der Nacht zu schlafen, seinem Job nachzugehen, eine Familie zu organisieren, ein Leben zu haben, das ist nicht einfach, das ist selten bestanden. Und wir müssen alles dazu tun, und das richtet sich natürlich auch an die Politik, an die Gesellschaft, das zu unterstützen. Das Bewusstsein darüber und für die Menschen ist aber in den vergangenen Jahren, Gottlob, größer geworden, auch durch diesen Tag der seltenen Erkrankung. An vielen Universitätsstandorten gibt es mittlerweile Spezialzentren. Und da werden weltweit Daten und Erkenntnisse ausgetauscht. Immer mehr Wissen wird generiert. Patienten mit unklaren oder seltenen Diagnosen wird der Zugang zu moderner Diagnostik und fachübergreifenden Netzwerken von Experten erleichtert. Gleichzeitig können wir sehen, so eben haben wir es ein bisschen angetippt, welch immenser medizinischer Fortschritt möglich ist, wenn in die Forschung investiert wird und wenn wir mutig voranschreiten. Wir erleben das ja alle quasi in Echtzeit bei welch ein Wunder der Impfstoffforschung gegen SARS-CoV-2-Virus, also Corona, Covid-19, wie auch immer Sie es gerade nennen. Und hier ist es die Biotechnologie, auf die gesetzt wird. Das ist ein Wunder und Wunder sind möglich. Das macht mich ja hoffnungsfroh. Also wenn einer vor einem Jahr gesagt hätte, dass wir heute über eine solche Vielzahl an Impfstoffen gegen Covid-19 reden würden, dann weiß ich nicht, wie viele gesagt hätten, ja, das wird so kommen. Heißt, alles ist möglich. Welchen ganz wesentlichen Beitrag für Verständnis und Therapie der zahlreichen seltenen Erkrankungen die Biotechnologie leistet, wie Betroffene bei der Erforschung der seltenen Erkrankungen unterstützen und unterstützt werden müssen und wie die Medizin von den seltenen lernen kann, darüber werden wir in der nächsten, sagen wir, guten Stunde mit einigen sprechen. Ich begrüße dazu ganz besonders herzlich Professor Dr. Christoph Klein, den Direktor der Kinderklinik und Kinderpoliklinik Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München. Willkommen beim Tagesspiegel-Forum. Dr. Christine Mundlos, die stellvertretende Geschäftsführerin bei der Allianz chronischer seltener Erkrankung Achse. Eine Ansprechperson auch für Patientinnen, auch für mich, wenn ich Fragen zu diesem Thema habe. Die gewissermaßen Mitgastgeberin, die sich im Hintergrund hält, Heidrun Irschig-Hadjew, die Geschäftsführerin von Takeda Pharma und Sprecherin der Geschäftsführung. Professor Dr. Christopher Baum, der Vorsitzende des Direktoriums des Berlin Institute of Health und Vorstand für den Translationsforschungsbereich Charité Universitätsmedizin Berlin, gewissermaßen vor der Haustüre. Alle herzlich willkommen. Später kommt zu uns in Form einer Keynote Frau Prof. Dr. Claudia Schmidtke, eine Kardiologin, Mitglied des Deutschen Bundestages und Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der PatientInnen. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind natürlich auch herzlich willkommen. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen haben, im Chat ist es ja schon angesprochen worden, dann teilen Sie die mit uns. Dann schicken Sie sie uns. Im YouTube-Chat können Sie diese Fragen direkt an einen Panelisten richten. Und ich nehme die dann auf und hake auch nach. Bitte seien Sie uns nicht böse, wenn möglicherweise nicht jede Frage beantwortet werden kann. Aber wir geben uns Mühe, das zu schaffen. Die Herausforderung bei den seltenen Erkrankungen liegt in der großen Menge. 8.000 und jeweils nur mit geringen Fallzahlen verbunden. Ärzten sind daher trotz umfangreicher Aus- und Weiterbildung viele Krankheitsbilder gar nicht geläufig. Die Symptome, die Seltenheit machen es. Diese geringe Patientenzahl taugt auch nicht für aussagekräftige klinische Studien. Deswegen sind wir dankbar für Herrn Langenau. Therapiekonzepte fehlen. Aber, und das ist genau der Punkt, auf den Herr Langenau eben schon hingewiesen hat, Chancendialog. Worin liegen die Chancen bei der Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen? Und diese Frage, worin liegen die Chancen, richte ich jetzt in der folgenden Reihenfolge an Sie. Und zwar Impuls Nummer 1, Professor Klein. Impuls Nummer 2, Frau Dr. Mundlos. Impuls Nummer 3, Frau Irschig-Hadjew. Impuls Nummer 4, Professor Christopher Baum.
Und wir beginnen, wie gesagt, mit dem Impuls 1. Herr Klein, the floor is yours. Ja, vielen herzlichen Dank. Toll, dass Sie dieses Forum machen, um den Menschen mit seltenen Erkrankungen eine Stimme zu geben. Ich selbst bin Kinderarzt und habe daher ein wenig eine Perspektive im Blick auf die kranken Kinder mit seltenen Erkrankungen, die ja in vieler Hinsicht noch die Waisen sind. Wir haben das ja eindrücklich gehört im vorigen Beispiel von Herrn Lankenau. Die Kinder mit seltenen Erkrankungen sind Waisen der Medizin, aber auch die Waisen der Wissenschaft und auch die Waisen des Sozialrechts. Und gleichwohl besteht in meinen Augen viel Grund zur Hoffnung für diese Patienten. Und der erste Grund, würde ich sagen, vielleicht auch ein wenig provokativ überschreiben. Ich glaube, dass die Kinder und auch die erwachsenen Menschen mit seltenen Erkrankungen, obwohl sie heute noch die Waisen der Medizin sind, eigentlich die wahren Pioniere einer neuen Ära der Medizin sind, nämlich einer Ära, in der die individuellen, die personalisierten Aspekte der Erkrankungen viel mehr auch zur Geltung kommen. Warum ist das so? Erkrankungen, die wir als Volkskrankheiten kennen, wir haben schon von Diabetes gehört, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind oft sehr komplex. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, genetische Faktoren, aber auch Umweltfaktoren. Und die alle zu verstehen, ist sehr schwierig. Dahingegen sind die meisten seltenen Erkrankungen entstehen auf dem Boden eines Webfehlers, den wir genau und präzise heute bestimmen können und gleichsam diese Achillesferse für die Gesundheit auch adressieren können. Wir können sie heute angehen, weil wir die Krankheit verstehen, die monokausal bedingt ist. Ein ganz kurzes Beispiel, weil man das vielleicht am besten auch versteht. Vor vielen Jahren hatte ich einen Patienten, der hat jahrelang eine ganz schwere Darmentzündung gehabt und keiner konnte ihm helfen. Durch die Forschung ist es gelungen, die Ursache dieses Darmeffektes, dieser Darmentzündung aufzuklären. Und wir haben einen Gendefekt gefunden, der eine Antenne des Immunsystems berührt. Und mit diesem Wissen konnten wir eine völlig neue Therapie machen. Da brauchten wir CRISPR-Cas gar nicht und noch keine Gentherapie. Ging auch so. Und dieser Junge und viele, viele weitere Kinder mit dieser Erkrankung sind heute für immer geheilt. In der Zukunft kommen neue Technologien dazu, Genomeditierung und anderes. Und da wird sehr viel Gutes geschehen für Patienten mit seltenen Erkrankungen. Ich glaube aber auch, dass eine Chance darin besteht, dass Menschen, egal ob Kind oder Erwachsene mit seltenen Erkrankungen, uns vor Augen führen, dass wir unser Gesundheitssystem ein wenig neu adjustieren müssen. Ich glaube, dass vieles in die Richtung geht, die wir vielleicht nicht unterstützen sollten. Es geht sehr vieles nach dem Gesetz der großen Zahlen, nach dem Prinzip des Durchtaktens, der Ökonomisierung. Und ich glaube, dass wir in der Medizin Acht geben müssen, dass wir die Würde jedes Menschen im Blick haben, egal ob er eine Erkrankung hat, die häufig ist, oder eine Erkrankung, die nun mal sehr, sehr selten ist. Das heißt, wir brauchen hier auch einen neuen Ansatz, wir brauchen neue Incentivierungen, wir brauchen auch die Sicherheit, dass jeder Mensch in Deutschland, in unserem reichen Land, darauf vertrauen darf, dass wir ihn nicht vergessen. Und ich glaube, der dritte Punkt ist vielleicht der, dass wir das durchaus auch im Blick auf eine Vernetzung mit der Gesundheitsforschung und der gesamten Wertschöpfungskette, die daraus resultiert, sehen können. Denn wir können diese Erkenntnisse und müssen diese Erkenntnisse auch übertragen in die Industrie, in neue Pharmaka, in neue Therapeutika. Und das ist letztlich auch für unseren Standort in Deutschland grundsätzlich wichtig und gut. Herr Klein, vielen Dank. Sie haben mir damit die Aufgabe, die unglücklich aufgenommen, Ihnen zu sagen, dass jetzt leider Ihre Zeit abgelaufen ist. Wir kommen jetzt zu Frau Christine Mundlos. Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Einladung und dass ich an der Seite von Herrn Dr. Lankenau die Patientensicht abbilden darf. Wir müssen Patientenpartizipation leben. Patientenbeteiligung ist so ein Modewort geworden wie Interdisziplinarität. Das heißt, es gibt reichlich Spielraum für Interpretationen. Patienten wollen aber nicht nur Lieferant von Biomaterial und krankheitsbezogenen Daten sein. Sie wollen zum Beispiel sowohl in die Entwicklung von Forschungsprojekten, insbesondere in der Versorgungsforschung, als auch in die Ausarbeitung von Studiendesigns eingebunden werden. Das krankheitsspezifische Wissen über das Leben mit einer seltenen Erkrankung, das nur die Patienten haben, findet bisher nicht genügend Zugang in die Medizin und Forschung. Die Aufgabe wird also sein, dass die Patienten spezifizieren, wie Patientenbeteiligung konkret erfolgen soll und dann gemeinsam mit forschenden und versorgenden Institutionen die Umsetzung der Beteiligung vorantreiben. Wir benötigen sinnvolle Struktur und Koordination.
Am Anfang einer seltenen Erkrankung steht die Diagnosestellung. Und damit diese zeitnah und akkurat gestellt wird, bedarf es eines strukturierten Patientenpfads hin zum Zentrum für seltene Erkrankungen. Die meisten Diagnosen werden ja im klinischen Setting gestellt und auch innerhalb eines Zentrums. Also eine effektive und effiziente diagnostische Vorgehensweise, dass Strukturenkoordination sich positiv für Patienten mit unklaren Diagnosen auszahlen, belegen bereits zwei Projekte aus dem Innovationsfonds. Was wir bisher nicht geschafft haben, ist eine gelungene Vernetzung in die Peripherie zum Primärversorger in der Niederlassung. Dort beginnt aber in der Regel die Odyssee für den Patienten. Daran müssen wir also arbeiten. Und die Technik ist nicht alles. Die Digitalisierung revolutioniert natürlich auch die Medizin und die Forschung, alleine mit Blick auf die Möglichkeiten der Datenerhebung und Datenspeicherung. Aber wo Chancen sind, gibt es auch Risiken. Und auch wenn die Patienten mit seltenen Erkrankungen ihre Daten bereitwillig zur Verfügung stellen, sie sind doch auch besorgt darum, wie es um die Datensicherheit steht. Wer Zugriff auf die eigenen Daten erhält, wie dafür gesorgt wird, dass keine Datensilos entstehen, sondern ein sinnvoller Austausch zwischen Datenbanken gewährleistet wird. Und als Dachorganisation stellen wir uns vor allem die Frage, wer eigentlich die Patienten darüber aufklären soll, wenn es darum geht, Einwilligungen für Forschungsvorhaben in der Zukunft zu geben. Und zu guter Letzt möchte ich noch betonen, dass wir alle nur dann erfolgreich sein werden, wenn wir für die Menschen im Gesundheitssystem, in der Forschung und der Patienten-Selbsthilfe, die bereit sind, sich für die Sache zu engagieren, angemessene Rahmenbedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit schaffen. Und das heißt, das Thema Ressourcen wird uns insbesondere post-Corona auch weiter beschäftigen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Mundlos. Nun meine Mitgastgeberin, Sie haben das Wort. Die große Chance liegt in der Forschung. Lassen Sie mich erläutern, warum uns Forschung für seltene Erkrankungen so wichtig ist. Takeda hat seine Wurzel in Japan und wir feiern in diesem Jahr unser 240-jähriges Bestehen. In dieser Zeit haben sich die Werte nie geändert und haben Patienten für uns oberste Priorität. Und aus dem Grund forschen, entwickeln wir vor allem in jenen Bereichen, die keine große Lobby haben, weil sie wenige Menschen betreffen. Und das sind die seltenen Erkrankungen. Unsere Forschungsbemühungen gehen zurück auf das Jahr 1941, wo es uns zum ersten Mal gelungen ist, Plasma zu separieren und Hämophiliepatienten zu behandeln. Seither sind wir einen langen Weg gegangen und der große Durchbruch war vor 20 Jahren zu verzeichnen mit der Gesetzgebung in der EU zu den Orphan Drugs. Man hat hier ein Anreizsystem geschaffen, um mehr Unternehmen Mut zu machen, in diesem Bereich zu forschen. Und da gab es dann auch einen Quantensprung. Vor 20 Jahren waren nur 8 Arzneimittel zugelassen und seit gestern neuester Stand sind es 183. Was uns freut, was aber leider nicht genug ist, denn in Anbetracht der 8000 Erkrankungen und wie Sie ausgeführt haben, der Tatsache, dass nur 5% derzeit davon therapierbar sind, gibt es eine große Menge an Patienten, rund 4 Millionen in Deutschland, die auf eine Behandlungsalternative warten. Und die Herausforderung ist nach wie vor diese extrem kleinen Patientenzahlen über die verschiedenen Indikationen, wo es eben schwierig ist, in klinischen Studien einen entsprechenden Nachweis zu bringen, statistisch relevanten Nachweis über Wirksamkeit und Sicherheit. Für uns ist das auf jeden Fall ein Ansporn, weiterzutun, das Engagement weiterzutun und das braucht es. Die Chance liegt in Partnerschaften, Partnerschaften nicht nur mit Experten und Patientenorganisationen, aber vor allem auch mit Politik und Krankenkassen, um einen entsprechenden Rahmen zu schaffen. Und eine Chance liegt in Daten, Daten, Daten. Das ist sozusagen meine Kernaussage, Daten, die man zusätzlich aus Registern gewinnen kann, aus den Datenspenden und viel mehr. Und es gibt dann noch die sozusagen das Engagement bringt, lohnt sich doppelt, einmal für Patienten mit seltenen Erkrankungen. Sehr oft wird hier Pionierarbeit geleistet und die Erkenntnisse aus dieser Pionierarbeit können übertragen werden auf breitere Indikationen. Hier geht es um das Stichwort personalisierte, individualisierte Medizin. Uns ist es ein Anliegen, über die reine Arzneimittelentwicklung hinaus maßgeschneiderte Lösungen zu schaffen, die sozusagen für den einzelnen Patienten gelten und durch digitale Pakete, durch Serviceleistungen das Krankheitsmanagement zu verbessern und auch die Lebensqualität.
Und mein letzter Kommentar, der ist sozusagen abseits der Forschung. Wir engagieren uns seit vielen Jahren auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen zur Bewusstseinsmachung und Aufklärung, Information über seltene Erkrankungen beitragen und damit sozusagen das Ziel erreichen, dass diese Odyssee, wo man Jahre, Jahrzehnte Betroffener auf Diagnose warten muss, dass dieser Zeitraum verkürzt wird. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, Sie merken, wir haben wirkliche Fachfrauen, Fachmänner eingeladen. Also Christoph Klein zum Beispiel könnte man auch hinzufügen, seit 2012 der Leiter des Münchner Zentrums für seltene Erkrankungen und Gründer der Care for Rare Foundation. Und jetzt begrüßen wir Herrn Baum. Herr Baum hat sich habilitiert in molekularer Medizin und ist Stammzellbiologe. Also insofern das, was ich vorhin angesprochen habe, das ragt auch hinein in sein Fachgebiet und Sie haben jetzt das Wort. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier heute mitwirken zu können. In der Tat bin ich seit mehr als 25 Jahren wissenschaftlich in der Gentherapie unterwegs von seltenen und komplexen Erkrankungen, habe aber in den letzten Jahren meinen Schwerpunkt sehr in das Wissenschaftsmanagement verlagert und freue mich, heute hier das Berliner Institut der Gesundheitsforschung vertreten zu können, das zur Charité gehört und die große Widmung hat, Erkenntnisse in die Anwendung für die Patienten zu überführen. Meine wichtigsten Punkte wären für die heutige Diskussion, dass die seltenen Erkrankungen eine besondere Herausforderung schaffen, die wir nur im konzertierten Zusammenwirken aller relevanten Akteure und Betroffenen meistern können. Und wir brauchen daher neue Ansätze der Team Science zur Diagnostik, Betreuung und Therapieentwicklung für die seltenen Erkrankungen. Und das umfasst die universitätsmedizinischen Zentren in ihrer Gesamtheit über das ganze Land, die transsektoralen Versorgungseinrichtungen sehr vielfältig, weitere öffentliche wissenschaftliche Einrichtungen, aber daneben eben auch die Industrie, die regulatorischen Einrichtungen und die Patientenvertretung. Und in diesem konzertierten Vorgehen besteht dann begründeter Anlass zu der Hoffnung, dass wir in den nächsten Jahren doch erhebliche Fortschritte erreichen können, eben wenn wir die Köpfe zusammenstecken. Zugleich müssen wir uns aber auch vor verfrühten Heilsversprechen hüten. Worauf begründet sich die Hoffnung im Konkreten? Zum einen ist natürlich, und das klang ja auch schon an, in der Digitalisierung, jetzt ist viel besser möglich, das Wissen von Expertinnen und Experten zu integrieren. Das geschieht aber nicht von alleine. Wir müssen da sehr strukturiert herangehen und das regelrecht erarbeiten. Und hier engagieren wir uns in der Charité, im Berliner Institut der Gesundheitsforschung, unter anderem in Formaten wie dem CORD-Projekt der Medizininformatik-Initiative, wo es darum geht, den nationalen Datenraum für seltene Erkrankungen zu strukturieren. Dann der nächste Punkt ist das moderne Diagnostik. Das hat Christoph Klein unter anderem schon sehr deutlich gemacht, eben viel tiefere Einblicke eröffnet in die individuellen Auswirkungen und genetischen Grundlagen der seltenen Erkrankungen. Und das eben schafft die Basis für die rationale Therapieentwicklung. Der Tagesspiegel hat ja als Motto, die Grundlage der Dinge zu erkennen, rerum cognoscere causas. Und genau hier geht es darum, in der modernen Diagnostik, dass dann mit der nötigen Validität zu tun. Und dann die Therapieentwicklung wiederum kommt nicht nur auf der Basis von Medikamenten voran. Da gibt es schöne Beispiele, dass auch neue Medikamente entwickelt werden können, sondern eben auch die gentherapeutischen Eingriffe kommen jetzt ordentlich voran dank neuer Methoden wie CRISPR-Cas, Genomeditierung. Und hier müssen wir einfach sehen, dass wir aber noch weit entfernt sind von weiter umfassende Verfügbarkeit für die Vielfalt der Erkrankungen. Und wir müssen weiterhin sehr sorgfältig, trotz toller neuer Methoden, Wirkung und Nebenwirkung sondieren und gegeneinander abwägen. Schließlich, vielleicht noch als letzten Punkt, ich bin der festen Überzeugung, dass ein wichtiger Innovationstreiber auch die Aufgabe sein wird, die Kosten zu senken der individualisierten Therapieverfahren und der Erhalt oder sogar Ausbau ihrer Qualität. Vielleicht können wir das nachher noch ein bisschen vertiefen. Soweit mein Impuls.
Ja, vielen Dank für Ihre Impulse. Darauf möchte ich jetzt gerne zurückkommen. Darf ich gleich bei Herrn Baum weitermachen? Dieses Projekt CORDIM-I, also Collaboration on Rare Diseases, das wird ja von Ihrem Institut geleitet. Welche Chance bietet dieses Projekt? Es ist, gehört zur nationalen Medizininformatik-Initiative, die vor ein paar Jahren vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aufgelegt wurde, um den föderierten Datenraum in Deutschland zu integrieren. Wir haben die große Stärke, dass unsere Wissenschaftswelt verteilt ist in die verschiedenen Länder, in ihrer Hoheit, aber eben damit verknüpft auch das Risiko, dass niemand da ist, der berufen ist, das dann national zu koordinieren. Und genau das schafft die Medizininformatik-Initiative ganz grundsätzlich für ausgehend von der Universitätsmedizin. Und CORD ist dann begründet worden als ein sogenannter Anwendungsfall, ein Use Case, um gerade für die seltenen Erkrankungen wirklich alle relevanten Zentren in Deutschland zu vernetzen, die Daten strukturiert zu erheben, sodass zum Beispiel bei der Diagnostik der Erkrankungen auch wirklich der richtige Code eingegeben wird, man präzise verfolgen kann, welche Erkrankungen wo auftreten und darüber hinaus eben Wissen zu integrieren für die weitere Betreuung dieser Menschen. Und Christoph Klein hat schon die Bedeutung der Expertennetzwerke angesprochen. Hier entstehen dann eben Datenräume, die dann große Datenmengen zusammenfassen, die dann wiederum von Expertinnen und Experten für die jeweiligen Erkrankungen analysiert werden. Eine gute Überleitung, Herr Klein. Wie gut funktioniert das denn jetzt eigentlich mittlerweile? Es geht ja darum, Dokumentationen zusammenzuführen und zu vereinheitlichen, damit dieser Austausch von Daten und die Kooperation der verschiedenen Einrichtungen und Akteure ermöglicht wird. Wie weit sind wir da? Wie gut funktioniert das? Ja, ich glaube, dass wir ja auch im Nationalen Aktionsplan für Menschen mit seltenen Erkrankungen, wo alle Stakeholder deswegen mitgewirkt haben, durchaus gute Ideen entwickeln konnten. Ich glaube, wir laufen ein wenig hinterher in der Umsetzung. Es ist zwar viele Zentren für seltene Erkrankungen und auch wunderbare Expertise und Vernetzung. Im Allgemeinen tauschen wir uns auch gut aus. Der Datenaustausch, glaube ich, ist noch verbesserungswürdig vielleicht. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Also was heißt der Länder, Entschuldigung, halt, Herr Klein, was heißt Kooperation eigentlich in diesem Zusammenhang? Ich glaube, es gibt 32 Zentren inzwischen, die da durch den Nationalen Aktionsplan zusammengefügt worden sind. Aber was heißt Kooperation? Also tauschen sich wöchentlich, vierteljährlich, halbjährlich irgendwie aus? Gibt es Forschungsberichte, die hin und her gereicht werden? Haben Sie ständig Calls, wie man so schön neudeutsch sagt? Oder läuft das durch, ich weiß nicht, den Austausch von Briefen? Es gibt verschiedene Ebenen dieses Austausches. Es gibt auch verschiedene Weisen der Kommunikation zwischen den Expertinnen und Experten. Wir haben auch verschiedene Netzwerke, die zum Teil super imponiert sind. Nicht? Das BMBF fördert große Netzwerke zu erforschungsseitigen Erkrankungen. Daneben haben wir zum Teil überlappend die Referenzzentren, die durch die europäische Initiative ins Leben gerufen worden sind. Und jetzt haben wir an jeder Universität ein Kristallisationspunkt für seltene Erkrankungen. So langsam meldet sich das heraus, also wir bei uns ganz konkret. Wir haben einen großen Fokus auf immunologische Erkrankungen und haben in der Tat regelmäßig Austausch, nicht jede Woche, aber auch ein paar Wochen, auch zu Fragen von Patienten, zu Diagnosen, zu Therapiebesprechungen. Und das läuft heute über die modernen Medien, über WebEx und andere. Vielleicht noch eine Frage an Herrn Klein, keine Angst, ich vergesse die anderen nicht. Wie weit ist denn diese digitale Vernetzung der Zentren fortgeschritten? Sie sagen, Sie hätten verschiedene Netzwerke, in denen Sie sich austauschen. Ich stelle es mir vor, Sie gehen also in den Computer, machen einen Ordner auf und dann geht's los. Oder wie weit sind Sie da? Also ich glaube, das große Problem besteht einfach heute darin, dass es noch nicht einfach möglich ist, auch Patientendaten, die ja in hoher Weise schützenswert sind, auf einfache Art und Weise auszutauschen. Das ist in der Tat noch ein Problem, das nicht gut gelöst ist. Frau Mundlos, Forschung basiert ja auf Daten. Und wie ist dieser Zugang zu verbessern? Da wurden jetzt schon einige Beispiele genannt, also Medizininformatik-Initiative, ja. CORD,
dann zwei Innovationsfondsprojekte. Das sind übrigens jeweils 910 Unikliniken involviert. Das heißt, die Vernetzung innerhalb der Projekte funktioniert seit mehreren Jahren schon sehr gut, weil die natürlich auf einer gemeinsamen Basis ihr Projekt betreiben. Also insofern ist da einiges schon in Gang gekommen. Und es werden ja schon seit langer Zeit auf unterschiedlichen Ebenen Genetik, aber auch auf der Patientenseite Register angelegt zu den Erkrankungen. Die werden auch ausgetauscht. Das findet jetzt auch von Deutschland auf die europäische Ebene wie mit anderen europäischen Ländern über die sogenannten europäischen Referenznetzwerke, die Herr Klein gerade schon erwähnt hat, statt. Also es ist halt vielfältig, es ist viel im Gange und dabei muss man halt sehr schauen, dass das auch miteinander kompatibel ist und bleibt. Also ist es gar nicht richtig, dass es ein Problem gibt, das Wissen bei seltenen Erkrankungen zusammenzuführen? Also es ist gar nicht so verstreut, es ist gar nicht so wenig zugänglich? Oder könnte man da doch noch was verbessern? Wenn ja, was? Ja, also einmal gibt es natürlich nicht zu allen seltenen Erkrankungen, je nachdem wie selten sind, viel Wissen oder... Ja. Das ist der eine Punkt. Oder ist das Wissen vielleicht irgendwo international, irgendwo gibt es spezifisches Wissen, was aber dann noch nicht in andere Ecken der Welt gelandet ist. Die Technologie, die wir jetzt haben, die ganze, was uns das Digitalisierung ermöglicht, macht es viel einfacher. Der Austausch ist viel besser geworden. Was jetzt das Problem ist, dass wir ihn steuern müssen. Wir müssen gucken, dass jetzt nicht lauter parallele Institutionen entstehen, also die Silos, von denen ich gesprochen habe, sondern dass die Dinge auch vernünftig miteinander vernetzt werden. Und das ist etwas, was übrigens auch unendlich viele Ressourcen Sagen Sie mal, ja, in Zukunft können wir die Unternehmen bei Forschungsprojekten natürlich mit Zustimmung der PatientInnen auch auf Daten aus der EPA, also der elektronischen Patientenakte, zugreifen. Reichen solche Daten für die Erforschung von seltenen Erkrankungen oder muss da noch was dazukommen? Das kommt darauf an, was nachher in der EPA drin ist, würde ich sagen. Was wünschen Sie sich, also was drin sei? Nein, es ist ja die EPA, dient ja dem Patienten dazu, da selber darüber entscheiden zu können, was mit seinen Daten passieren soll. Ja, aber Sie sind jetzt auch Patientin und Sie dürfen sich wünschen, was soll da drin sein? Da soll alles das Relevante drin sein, worüber der Patient entscheidet, was er gerne haben möchte, was drin sein soll und wo andere Zugriff drauf haben sollen. Nun dürfen ja auf diese Datenspenden der EPA die private Forschung, die privaten Forschungsunternehmen nicht zugreifen. Soll das so bleiben? Kann das so bleiben? Oder wie sollen die Betroffenen damit umgehen? Also einmal brauchen wir eine sehr gute Aufklärung der Patienten dafür. Das ist auch etwas, was wir bisher nicht richtig sehen, wie das organisiert werden soll. Einen Patienten darüber aufzuklären, was es heißt, wenn Daten jetzt gar nicht aktuell für ein Forschungsprojekt, das er verstehen kann, in das er Einblick hat, seine Daten gibt, sondern vielleicht für Forschungsprojekte, die überhaupt erst in der Zukunft entwickelt werden. Das ist etwas, wo wir sozusagen die Frage in den Raum stellen, wie soll das genau funktionieren, wer übernimmt diese Verantwortung? Und gerade die Patienten von seltenen Erkrankungen sind eigentlich sehr bereit, ihre Daten auch der Industrie zur Verfügung zu stellen, wenn gesichert ist, dass man es nicht einfach auf den Patienten wieder, also personalisiert zurückzuführen kann, wenn damit pfleglich umgegangen wird, wenn auch Patienten im Nachhinein darüber informiert werden, was mit dem Forschungsprojekt passiert ist, ob vielleicht auch irgendetwas mal überhaupt nicht gut gelaufen ist, dass man transparent damit umgeht und den Patienten halt auch immer informiert hält. Also ich rufe Sie übrigens auch herzlich auf, dass Sie untereinander, Sie vier, aufeinander reagieren und ergänzen oder womöglich widersprechen, sodass wir die Chancen nutzen, die uns dieses Zusammensein bietet. Frau Eschekadjew, wir haben es ja jetzt bei der Impfstoffforschung erlebt. Also forschende Pharmaunternehmen sind darauf angewiesen, mit Kliniken, Ärzten und Patienten zu kooperieren. Klingt einfach. Ist es das auch? Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit in Deutschland mit Ärzten und Kliniken aufgrund der guten Infrastruktur, die vorherrscht, die Ausbildung und auch den Anspruch, den Herr Spahn, unser Gesundheitsminister, geäußert hat, dass man Deutschland durch klinische Studien innovativ halten soll. Das passt alles. Was schade ist, ist, dass Deutschland in den letzten Jahren sozusagen seine Vorrangstellung verloren hat international. Wir waren an zweiter Stelle und sind jetzt am fünften Platz hinter USA, China und sogar UK und Spanien. Und ich glaube, da braucht es eine Anstrengung, mehr zu tun. Aber in Summe sind wir sehr zufrieden mit der Landschaft, die wir in Deutschland vorfinden. Wo ich Sie gerade hier habe, welchen Stellenwert hat eigentlich Deutschland für Ihr Pharmaunternehmen?
einen sehr hohen Stellenwert. Deutschland ist sozusagen das drittgrößte Markt. Und im Hinblick auf seltene Erkrankungen finden wir hier zwei besondere Situationen vor. Absolut neu ist ja die Einführung der DIGAs, der digitalen Gesundheitsanwendungen, die erstattet werden können. Das ist ein großer Fortschritt. Und auch, dass bei Orphan Drugs automatisch ein Zusatznutzen gegeben ist bei Zulassung, erleichtert vieles. Ich habe ja eine Frage aus dem. Pardon. Nein, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nee. Ich habe ja eine Frage aus dem Publikum an Sie. Wie bewertet Takeda den Stand bei den von Ihnen angesprochenen Partnerschaften mit Politik und Kassen bzw. Kassenverbänden? Betreffen diese eher die Forschung oder die Finanzierung von Therapien? Betrifft beides, aber primär eher die Finanzierung. Das wurde vorhin schon angesprochen von Herrn Baum, dass man sich wünscht, dass hier eine vernünftige Kostengestaltung erfolgt. Und ich denke, dass wir auch innovative Lösungen finden, hier die Kosten in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Was die anderen Partnerschaften betrifft, möchte ich auf Private-Public Partnerships hinweisen. Da gibt es eine Initiative von Takeda in Zusammenarbeit mit EU, FPA, wo Deutschland auch dabei ist, um Patient-Reported Outcomes zu sammeln. Und wir sehen hier eben Unterstützung, sehr breite Unterstützung für die seltenen Erkrankungen. Herr Kleinerbaum, Frage aus dem Publikum. Der Zugang zu einem Spezialzentrum für seltene Erkrankungen ist für viele undiagnostizierte PatientInnen sehr schwer. Oft werden sie gar nicht weitergeleitet und ohne Diagnose entlassen, wenn keine gängige Erkrankung gefunden wird. Was sind hier die Hürden und wie können sie abgebaut werden? Herr Klein, Herr Baum. Ja, also ich glaube, ich wollte vorhin ein bisschen Wasser in den Wein gießen, aber jetzt muss ich vielleicht auch positiv argumentieren. Und ich glaube, wir haben ein anderes Thema. Es ist jetzt mittlerweile schon so, dass wir flächendeckend in Deutschland diese Zentren für seltene Erkrankungen ja haben. Also in der Regel sind es ja die großen Universitätsklinika, die allesamt Autolosen haben für genau diese Patienten mit ungeklärten Diagnosen. Und ich glaube, dass hier doch auch strukturell vieles erreicht wurde, um genau diesen Patienten, die von Arzt zu Arzt laufen, eine Anlaufstelle zu ermöglichen. Das bedeutet nicht, dass es eine Garantie gibt, dass wir für all diese Patientinnen und Patienten auch eine klare Diagnose finden. Aber ich glaube, Anlaufstellen haben wir mittlerweile in Deutschland aber nicht schon. Herr Baum? Ich würde vielleicht ergänzen, das ist ein sehr deutsches Problem, weil unser Gesundheitssystem nicht komplett durchorganisiert ist, was die Vernetzung der Leistungszentren in den Universitätsmedizinen, der Spezialeinrichtungen, der Spezialambulanzen mit der Peripherie angeht. Wir haben ja ganz hervorragendes Facharzt- und Hausarztsystem in Deutschland, aber genau diese Vernetzung zwischen diesen wirklich hervorragend aufgestellten peripheren Menschen, die sich um die tägliche Arbeit kümmern, und den Spezialzentren, die muss verbessert werden, damit Patienten eben dann rechtzeitig bei unklaren Situationen an die Spezialzentren überführt werden können. Da können wir von anderen Ländern lernen. Wir haben alle Voraussetzungen dafür, dass wir das umsetzen. Die Frage klingt vielleicht nur einfach, ist es aber nicht. Frau Erschikadje, welche Rolle spielen PatientInnen bei der Forschung von seltenen Erkrankungen? Es ist ja so, ohne Forschung keine Diagnose, ohne Diagnose keine Therapie, am Ende vielleicht irgendwann mal eine Heilung. Also welche Rolle spielen PatientInnen? Ich denke, sie spielen eine wesentliche Rolle, weil sie uns die Chance geben, eben Erkenntnisse über eine Erkrankung zu gewinnen und ob eine Therapie wirken kann. Wir sehen große Bereitschaft, hier mitzutun. Wesentlich für die Zukunft sind die Datenspenden. Wie Frau Dr. Mundlos gesagt hat, braucht es eine Aufklärung. Aber ich sehe eine breite Akzeptanz, auch wenn manchmal haben wir Anforderungen, wo wir, wenn bereits Therapien laufen, noch neue Informationen bekommen wollen. Und da ist immer wieder, also über Befragungen etc., diese Möglichkeit vorhanden. Bei all den Vorbehalten, die man haben kann wegen des Datenschutzes, die ja auch behandelt werden müssen, weil sie zu Recht, sagen wir mal, die Skepsis hervorheben, muss es nicht in der Medizin in Richtung Open Data gehen? Muss es nicht zwangsläufig so gehen, damit man das, was wir hier besprechen, entsprechend behandeln kann? Also jeder trägt bei und jeder kann die Daten anderer nutzen.
Frau Mundlos, Frau Öschikadiev. Was heißt open? Also das ist ja immer so, wir sprechen hier von Patienten, von denen es ja teilweise nur eine Handvoll auf der Welt gibt. Und wir wollen ja nicht, dass diese in persona einfach zurück zu verfolgen sind. Also einen Schutz müssen sie dieser der Persönlichkeit schon liefern. Also das muss gewährleistet sein. Ansonsten, wie gesagt, bin ich, also bei dem, was wir aus unserem Netzwerk erfahren, ist die Bereitschaft wahrscheinlich gegenüber anderen Erkrankungen, bei Patienten mit chronischen Erkrankungen, sehr groß, seine Daten die Daten abzugeben und damit zu arbeiten. Also jetzt muss es aber noch einen Widerspruch geben. Endlich mal in dieser Runde, Frau Öschikadiev, müssen Sie jetzt aber dann doch eigentlich für Open Data sein. Das würde ich ja gerne unterstützen, aber das bin ich nicht. Auch ich trete für anonymisierte Daten ein. Was gut wäre, sind die nationalen Register, über das haben wir schon gesprochen, Interoperabilität und über die Grenzen auch Daten austauschen zu können. Aber das darf geschützt und anonym bleiben und soll so sein. Ich würde vielleicht ergänzen, für die nicht identifizierenden Daten brauchen wir Open Data in der Wissenschaft. Da gibt es auch große Initiativen, wie man, da sind wir sehr viel weitergekommen, dass man wirklich Daten austauschen kann. Aber die Kunst besteht eben darin, die identifizierenden Daten daraus sozusagen zu entfernen aus den öffentlich zugänglichen Datensätzen. Da sind wir noch nicht am Ende der Entwicklung. Jens Spahn hat mal auf einer Veranstaltung gesagt, dass er möglichst viele klinische Studien in Deutschland haben möchte, weil es das Land innovativ hält. Frau Öschikadiev, was sagen Sie dazu? Ja, besser geht nicht. Ich bin da ganz bei ihm. Ich würde gerne wieder den Status von vor ein paar Jahren erreichen, wo mehr als 500 Studien in Deutschland umgesetzt werden und speziell Studien. Sie geben dafür das Geld aus. Sie geben dafür das Geld aus. Ist das so? Ja. So wie ist hoch das. Ist der Anteil? Wie hoch ist der Anteil Ihres Etats? So ungefähr, klinische Studien? Also ich könnte jetzt einen Wert sagen, aber ich möchte mich da nicht festlegen. Doch, sagen Sie es ruhig und ich verdoppel den dann und dann haben wir ein sehr gutes Ergebnis. Ich komme drauf zurück. Nämlich nationale und internationale Studien. Ich kann Ihnen den Wert für die nationalen sagen, aber nicht für die internationalen. Ja gut, ich nehme die nationalen auch. Sagen Sie es mal, damit wir eine ungefähre Vorstellung haben. Ich habe keine. Ich glaube, es sind 7 Millionen Euro, aber jetzt halten Sie mich da nicht dran fest. 7 Millionen. Gut, das nächste Mal, wenn wir zusammen was machen, dann sind Sie schon bei 10 und das wird immer besser. Ja, Herr Klein. Aber das ist ja genau ein wichtiger Punkt, nicht? Also wenn wir jetzt mal nicht von klassischen Pharmaka sprechen, sondern von neuen Methoden. Christopher Baum hat ja darüber gesprochen. Zell- und Gentherapie, Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs. Das ist unglaublich schwierig für uns, ganz konkret aus der Universitätsmedizin heraus, diese Art von Innovation zu ermöglichen, weil es extrem teuer geworden ist. Ja. Wir haben viel zu wenig finanzielle Ressourcen, um diese Art klinisch translationaler Forschung in Deutschland auf einem Niveau voranzubringen, dass wir mit USA oder mittlerweile China mitsprechen können. Die meisten dieser klinischen Studien laufen heute in den USA. Frau Mundlos. Und man muss noch vielleicht bedenken, dass nur ein Punkt, es reicht nicht nur Patienten in klinischen Studien zu zählen, man muss darauf achten, in welcher Phase der klinischen Studien die wirklich erkenntnisleitenden klinischen Studien sind, die der frühen Phasen 1 und 2. Davon haben wir viel zu wenige und die sind eben sehr stark auch dann von Input von akademischen Zentren abhängig. Und da haben wir genau die Probleme, die Herr Klein genannt hat. Also da brauchen wir wirklich einiges an Speed und Ressourcen, um das zu verbessern. Wenn wir Menschen nur in Beobachtungsstudien von bereits zugelassenen Medikamenten einschließen, tragen wir relativ wenig zur Erkenntnis bei. Es würde aber auch als klinische Studie gewertet. Deswegen müssen wir da ein bisschen genauer hinschauen, dass wir wirklich innovationsfördernde klinische Studien in den Fokus nehmen. Hm. Ich bin deswegen auch auf das Thema Open Data gekommen, weil dahinter das Thema Big Data steht. Also wir haben die Möglichkeiten von Big Data und trotzdem ist es so, dass viele, viele Jahre vergehen, bis ein Patient mit einer seltenen Erkrankung eine gesicherte Diagnose erhält. Ist das denn zu akzeptieren? Nur 3% der Erkrankungen sind dann mit zugelassenen Medikamenten spezifisch behandelbar. Deswegen versuche ich jetzt gerade aus Ihnen rauszukitzeln, dass wir da vielleicht was machen können. Herr Baum hat schon gesagt, ja, es sollten Daten genutzt werden können. Frau Mundlos sagt, nee, wir müssen aber auch den Datenschutz beachten und es soll anonymisiert sein. Das ist es natürlich. Aber sagen wir mal so, Herr Baum,
Sind Sie bereit, das auf Dauer zu akzeptieren? Gibt es da eine Bewegung jetzt? Ich meine, nochmal gucken wir uns die Corona-Pandemie an. Da sind ja völlig neue Bewegungen jetzt, ungewöhnliche Allianzen. Und da geht es auch um Daten. Ist ja nicht so, als ob da keine Daten zustande kämen. Ist ja nicht so, als ob wir jetzt hier keine produzierten, auch wir heute. Also, wie gehen wir damit um? Gerne an alle, und wenn alle dazu was zu sagen haben, freue ich mich. Also Frau Mundlos war die Erste, ja. Und dann, Es geht dann nicht nur um das Datensammeln. Ich habe das auch schon vorhin gesagt. Das eine ist das Datensammeln, aber das andere ist natürlich, Sie müssen dann auch den Patienten mit dem, was es da gibt, zusammenbringen. Das heißt, wir brauchen einen strukturierten Patientenpfad. Ja, Sie müssen Strukturen und Koordination auch haben, damit Sie die Daten und die Erkenntnisse aus den Daten nachher für den Patienten anwenden können. Ja, aber warum dauert das immer noch so lange, bis ein Patient an ein Zentrum für seltene Erkrankungen überwiesen wird? Was ist der Grund? Weil wir Sektorengrenzen haben. Wir haben die Ärzte in der Niederlassung, die alle keine Spezialisten für spezifische seltene Erkrankungen sind. Nur die wenigsten, das müssen sie auch gar nicht sein, die aber an irgendeinem Punkt erkennen müssen, bei einem Patienten, der komplexer ist, wo sie nicht weiterkommen, eventuell könnte dies was für ein Zentrum für seltene Erkrankungen sein und dann zielgerichtet abgeben. Und dann müssen diese Patienten natürlich auch beim Zentrum irgendwie landen und müssen dort eine Versorgungsstruktur oder eine Struktur vorfinden können, wo man sich ihrer annimmt, wo es heißt, auch die Ressourcen da sind, damit man den Patienten in der Weise, wie er es benötigt, anschaut und diagnostische Wege beschreitet, um am Ende zu irgendeiner Erkenntnis zu kommen. Das heißt nicht, dass die am Ende alle seltene Erkrankungen haben. Das heißt auch, also die Patienten sind vielleicht da manchmal auch enttäuscht, weil sie gar nicht das bekommen, was sie sich vorgestellt haben. Aber wir müssen das anbieten können, dass die Patienten geführt werden. Und dafür muss es Zusammenarbeit zwischen Klinik und Peripherie geben. Und es muss für alle die Ressourcen geben, um das zu machen. Frau Öschek-Herdjew, Sie haben sich auch gemeldet, als Zweite. Ja, wir nutzen Digitalisierung und Big Data, um die Diagnostik voranzutreiben. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, Heart2Gene. Das ist eine Applikation für Kardiologen, um bei einer Erkrankung, wo man im EKG sozusagen mit freiem menschlichen Auge Abweichungen nicht erkennen würde, die Applikation hilft, diese Symptomatik festzustellen und damit die Diagnose zu beschleunigen. Jetzt muss man für solche Entwicklungen tatsächlich immer ein paar Jahre rechnen, aber wir stehen kurz davor, das anbieten zu können, und auch da ist Fortschritt sichtbar. Ah, lassen Sie uns daran teilhaben, wenn es soweit ist. Der Tagesspiegel ist ja ein Medium und als solches zur Verbreitung auch guter Nachrichten geeignet, würde ich sagen. Herr Baum, Herr Klein, also nochmal Corona, da wurde viel geforscht, da gab es ungewöhnliche Allianzen, und wie kann man die jetzt für das, was wir besprochen haben, nutzen? Ja, da gibt es ja eine forschungsorganisatorische Neuigkeit, nämlich durch Corona kam es zum Zusammenschluss aller Universitätsmedizineinrichtungen in einem Netzwerk Universitätsmedizin vom BMBF, sehr spontan aufgelegt auf Initiative der Charité im April letzten Jahres. Und das hat jetzt gerade mit Unterstützung der Bundespolitik eine Verlängerung für weitere 4 Jahre erfahren, hoffentlich über die Corona-Zeit deutlich hinausgehend. Und da ist natürlich die große Frage, was kann dieser Zusammenschluss der Universitätsmedizin denn noch Gutes bewegen? Da sind die seltenen Erkrankungen natürlich paradigmatisch sozusagen als Anwendungsfeld für dieses große Netzwerk aller 36 Zentren, die wir derzeit in Deutschland haben. Und das geht auch wieder 36, sehr ich dachte 32, oh, schon 4 dazugekommen. In welchem Zeitraum? 36, es werden ja immer mehr. Ja. Ist auch immer die Frage, wie man das zählt, aber so zwischen 30 und 40 liegt man richtig. Und der Punkt wäre halt hier, über die Datenintegration hinaus organisatorische Integration zu erreichen. Das ist der entscheidende Punkt, und wie von Frau Mundlos angeführt, dann eben auch die Vernetzung in die Peripherie, das dann auch noch mit zu bewerkstelligen. Was der große Wurf, an dem jetzt gearbeitet werden muss, und hängt viel mit Datenmanagement zusammen. Die Frage kann man dann ja auch so stellen, können wir uns erlauben, Daten nicht zu teilen? Werden wir Patienten nicht große Nachteile zufügen, wenn wir Daten nicht teilen? Und das ist eine der brennendsten Fragen, die sehr dringend und sehr tief diskutiert werden muss. Ja, wir diskutieren, vielleicht müssen wir mehr handeln. Herr Klein, da komme ich nämlich zu einer Frage zum Handeln. Also, die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja wie in so vielen Bereichen unserer Gesellschaft, wie wir gerade feststellen, kein Standard. Und da denke ich mal, dass es ja noch stapelweise Aktenordner
mit Laborbefunden gibt und mit maschinengeschriebenen Arztbriefen von Patienten auch mit seltenen Erkrankungen. Wie kann man diesen Informationsschatz heben? Vielleicht ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ich glaube, wir schreiben nicht auf der Schreibmaschine, aber drucken sich einen Computer aus. Na, ich wette, wenn wir zweimal durch auch die Zentren gehen, dann werden wir noch stapelweise Aktenordner finden. Das glaube ich schon. Aber ja, gut. Ja, die Frage ist, wie kommen wir weiter? Also ich glaube, man kann natürlich Work Mining betreiben, man kann das schon in die Digitalisierung überführen. Auch da muss man sagen, sind uns andere Länder weit, weit voraus. Aber ich glaube, wir haben die Chance und wir haben die Pflicht, das aufzuholen. Wir müssen hier schneller und besser werden. Im Übrigen nicht nur im Blick auf die Digitalisierung. Die Corona-Krise hat uns ja auch gelehrt und gezeigt, wie gefährlich es ist, wenn wir die ganzen Lieferketten auf Kante nehmen. Ja, wie gefährlich es ist, im Gesundheitssystem alles wegzurationalisieren, weil es sich nicht lohnt. Ja, das ist ein ganz großer Fehler. Und ich glaube, für mich, ich hoffe daraus, dass wir gelernt haben, dass wir die Medizin wieder am Menschen und an den Bedürfnissen des Menschen ausrichten und nicht so sehr an der Ökonomie des Krankenhauses. Das heißt, wir müssen diese Vorhaltekosten einfach finanzieren. Es ist in Deutschland interessant so, dass wir auch in der Hochleistungsmedizin der Universitäten dieselben ERG-Sätze haben wie in den peripheren Krankenhäusern. Also die anderen europäischen Länder, die lachen darüber. Das geht auch nicht. Und aus dem Grunde haben auch die Patienten in meinen Augen das Recht darauf, hier, die sehr krank sind, brauchen gut ausgestattete Zentren, wo diese Dinge vorgehalten werden. Egal, ob das jetzt Gewinn oder Verlust macht. Und da haben wir ein Riesenproblem in Deutschland. Apropos Patientinnen und Patienten, Sie sprechen ja jetzt als Expertin über die Menschen und diese Familien, die von seltenen Erkrankungen betroffen sind. Wir sollten vielleicht aber auch mal hören, was Sie sagen. Wir sollten Ihnen jetzt auch mal eine Stimme geben. Und dazu haben wir nachgefragt, was diese Menschen sich für die Zukunft wünschen. Mats ab. Für die Zukunft der seltenen Erkrankungen wünsche ich mir mehr Mut und Bereitschaft in der Grundlagenforschung. Und für die seltenen Erkrankungen wünsche ich mir Medikamente und Therapien sowie ein besseres Verständnis bei den Krankenkassen und weniger Hürden bei Behörden. Ich wünsche mir für die Zukunft bei seltenen Erkrankungen, dass Ärzte den Patienten besser zuhören, auch wenn Symptome nicht zu den klassischen Krankheitsbildern passen, um den Betroffenen schnell zu helfen und Folgeschäden zu minimieren. Für die Zukunft von seltenen Erkrankungen wünsche ich mir, dass alle Muskelkranke auch ohne Einordnung in eine Risikogruppe bei der Impfreihenfolge die Corona-Epidemie schadlos überstehen und die Forschung der Hochschulambulanz der Charité Berlin bald eine umsetzbare Lösung der hoffnungsvollen Ansätze zur Anwendung der Genschere bei der Reparatur der für die Muskelerkrankung verantwortlichen Gene finden. Ich wünsche mir für die Zukunft von seltenen Erkrankungen, dass sie selten bleiben, aber dass man sich ihrer immer öfter bewusst wird. Zum Beispiel dadurch, dass wir Vereine darauf aufmerksam machen, dass ihre Diagnose, Forschung und Behandlung genauso dringlich sind wie bei häufigen Erkrankungen. Für die Zukunft von seltenen Erkrankungen wünsche ich mir, dass es Geschichten über die sogenannte Patient Journey, also von den ersten Symptomen einer Erkrankung bis hin zur richtigen Diagnosestellung, schlicht nicht mehr geben wird und dass die Patientinnen zeitnah an einen richtigen Experten gelotst zu werden. Ja, liebe Mitgastgeberin, nach diesen Stimmen eine Frage noch an Sie. Gibt es von Seiten der Pharmaindustrie die Bereitschaft, Gewinne, zum Beispiel aus etablierten Blockbuster-Therapien, auf Therapien der seltenen Erkrankungen umzuschichten? Stichwort Umverteilung statt Profitmaximierung. Das ist eine gute Frage.
Ich würde nicht sagen, dass man hier diesen Transfer macht, sondern ganz klar einen Fokus hat. Und unser Fokus liegt auf schweren Erkrankungen, das habe ich schon zu Anfang gesagt, liegt auf Zusammenarbeit mit Akteuren und auf das kommt es an. Und im Gespräch mit den Experten, glaube ich, kann man herausfiltern, wo der größte Bedarf liegt. Aus unserer Sicht liegt er bei den Kindern, die am meisten von seltenen Erkrankungen betroffen sind. Und da gibt es seit 2 Jahren eine Initiative, die Globale Kommission, ein Zusammenschluss der Eurordis, sind europäische Patientenorganisationen, Microsoft ist dabei und Experten, um hier die Diagnose voranzubringen. Ich glaube, das zählt und da spielen dann Kostenfaktoren eine sekundäre Rolle. Ja, für die Mitarbeit in der Zusammenarbeit bin ich sehr dankbar. Das andere, das wird uns als Thema sicherlich noch begleiten. Vielen Dank für alle Beiträge, allen Teilnehmern dieser Runde. Denn ich leite jetzt über zu Frau Professor Dr. Schmidtke. 80% der seltenen Erkrankungen haben einen genetischen Ursprung. Vorhin haben wir schon mal darüber gesprochen, wie das ist mit CRISPR und mit Genomeditierung. Erkenntnisse Zell- und Molekularbiologie, Biochemie, Immunologie, all das. Eher monogenetisch sind die Erkrankungen. Daher ist die Genomsequenzierung ein wichtiger Bestandteil der Diagnose, geradezu ein Tool. Eine sehr wichtige Initiative, die in diesem Zusammenhang genannt wird, ist genom.de. Ich freue mich, dass Claudia Schmidtke, Professor, Doktor, Medizinerin, Kardiologin, die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der PatientInnen, uns heute zum Stand der Genominitiative berichten wird. Die Genominitiative will Diagnostik von Krebs und seltenen Erkrankungen verbessern und damit zu europäischen Vorreitern wie Großbritannien aufschließen. Ja, nun hat sie das Wort. Nun hat Frau Schmidtke das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr gern bin ich der Einladung gefolgt im Rahmen des Fachforums Gesundheit mit dem Titel Zukunftsperspektiven für seltene Erkrankungen einige Worte an Sie zu richten. Denn mir liegen als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten die Menschen mit seltenen Erkrankungen besonders am Herzen. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben, welche Maßnahmen von politischer Seite zur Verbesserung der Versorgung und auch der Forschung für Menschen mit seltenen Erkrankungen ergriffen wurden. Zudem werde ich Ihnen in einem Ausblick aufzeigen, welche weiteren Maßnahmen derzeit diskutiert oder umgesetzt werden. Wenngleich seltene Erkrankungen heißen, meine sehr verehrten Damen und Herren, so selten sind sie keineswegs. Eine Erkrankung gilt als selten, wenn sie nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen betrifft. Insgesamt jedoch gehört jede vierte aller weltweit vorkommenden Krankheiten dazu, sodass letztendlich rund 4 Millionen Patientinnen und Patienten in Deutschland betroffen sind, die an einer der über 6.000 Krankheiten leiden. Leider gibt es für seltene Erkrankungen häufig keine wirksame Therapie. Viele Erkrankungen sind bislang zu wenig erforscht. Lange Zeit hießen sie auch die Waisenkinder der Medizin. Ich persönlich habe während meiner aktiven Zeit als Herzchirurgin Patientinnen und Patienten mit einem Marfan-Syndrom betreut. Da diese Erkrankung häufig unerkannt zu lebensbedrohlichen Situationen in Form einer Aortendissektion führen kann, habe ich eine Awareness-Kampagne gestartet mit dem Titel »Daran denken kann Leben schenken«, denn auch eine seltene Erkrankung muss erst erkannt werden, um adäquat behandelt werden zu können. In den letzten Jahren sind zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, die die Situation der betroffenen Patienten und Patientinnen verbessert. Auf 3 Punkte möchte ich im Folgenden näher eingehen. Erstens, das Nationale Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen, kurz NAMSE, das 2010 von der Bundesregierung gegründet wurde. Es ist ein Forum von 28 Kooperationspartnern, denen es gelungen ist, einen nationalen Aktionsplan für Menschen mit seltenen Erkrankungen zu erarbeiten. Ein Kernelement des Aktionsplans ist der Aufbau national anerkannter Zentren für seltene Erkrankungen als interdisziplinäre Anlaufstellen und Informationsplattformen für Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten gleichermaßen. Aktuell existieren deutschlandweit mehr als 30 Zentren für seltene Erkrankungen. Sie nehmen übergreifende und koordinierende Funktionen wahr. Eines dieser Zentren liegt in meiner Heimatstadt Lübeck.
Es setzt sich aus den einzelnen Kliniken und Instituten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein, die in irgendeiner Form mit seltenen Erkrankungen befasst sind, und einem übergeordneten Koordinationszentrum zusammen. Patientinnen und Patienten können sich eigenständig oder aber auch mit Unterstützung ihrer behandelnden Ärztinnen und Ärzte an das Koordinationszentrum wenden und hier auf Basis interdisziplinärer, auch internationaler digitaler Fallkonferenzen eine fachliche Einschätzung ihrer Erkrankung und daran anschließende Empfehlungen zur weiteren Diagnostik und Therapieoptionen erhalten. Dieses Angebot ist für viele Betroffene, die teilweise jahrelang ohne Diagnose und ohne Behandlungsangebot umherirrten, eine unermessliche Hilfe zur Beendigung des Leidensweges. Kommen wir zum zweiten Punkt, zum Thema Forschung, welches mir als Wissenschaftlerin besonders wichtig ist. Eine national und international gut vernetzte Forschung ist essentiell, wenn die Versorgungssituation von Patientinnen und Patienten verbessert werden soll. Die Herausforderung bei den seltenen Erkrankungen liegt in der nur übersichtlichen Datenmenge bei der Fülle an verschiedenen Erkrankungsbildern mit zum Teil nur sehr wenigen Betroffenen. Daraus folgert ein wissenschaftliches Dilemma. Aussagekräftige Studien mit großen Fallzahlen sind nahezu nicht durchführbar. Auf der anderen Seite gibt es nur wenige Experten, die zudem weit über den Globus verstreut sind. Das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Bildung und Forschung haben in den vergangenen Jahren mehr als 100 Millionen Euro in die Förderung nationaler und internationaler Verbünde zur Erforschung seltener Erkrankungen investiert. In einer aktuellen Förderrunde stehen bis 2022 für 11 nationale Verbundprojekte 33 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen die Ursachen von seltenen Erkrankungen erforscht und neue Therapieansätze entwickelt werden. International beteiligt sich die Bundesregierung unter anderem im Rahmen des European Joint Program on Rare Diseases und des International Rare Diseases Research Consortium. Im Rahmen des letztgenannten Konsortiums sind über 1000 Gene, die seltene Erkrankungen auslösen, identifiziert und in der Folge 200 neue Therapien zugelassen. Darüber hinaus wurde das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2027 1000 neue Therapieansätze zu entwickeln. Als dritten und letzten Punkt möchte ich die Patienten- und Selbsthilfeorganisationen hervorheben. Stellvertretend für viele andere engagierte Organisationen nenne ich hier die Allianz chronischer seltener Erkrankungen, kurz ACSE, die, Sie haben heute schon von ihr gehört, als wichtiges Sprachrohr und Netzwerk von Selbsthilfeorganisationen fungiert. Die Selbsthilfe leistet einen wichtigen Beitrag, indem sie die Öffentlichkeit sensibilisiert, Behandelnde vernetzt und insbesondere Betroffene unterstützt. Beispielsweise werden Informationen zur Verfügung gestellt oder auch Hilfestellung geleistet bei der Suche nach geeigneten Ärztinnen und Ärzten oder Pflegepersonal. Das Bundesgesundheitsministerium hat zur Unterstützung den Aufbau eines zentralen Informationsportals zu seltenen Erkrankungen und eines Versorgungsatlas seltener Erkrankungen gefördert. Qualitätsgesicherte Informationen und ein Überblick über Versorgungseinrichtungen und Hinweise auf Selbsthilfeorganisationen werden hier kompakt zur Verfügung gestellt. Welche darüber hinausgehenden Maßnahmen und Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung? Welche sollen wir ergreifen, um die Forschung und Versorgung weiter zu verbessern? Ich bin der Meinung, ein wichtiger Schritt ist die weitere Verbesserung der Qualität in der Versorgung, und zwar ambulant und stationär. Als Grundlage ist eine moderne ärztliche Ausbildung essentiell. Angehende Ärztinnen und Ärzte sollen möglichst frühzeitig geschult und für die Krankheitsbilder der seltenen Erkrankungen sensibilisiert werden. Der vorliegende Entwurf für eine neue ärztliche Approbationsordnung sieht genau dieses vor. Auch im Rahmen der Weiterbildung sollte ein Fokus auf seltene Erkrankungen gelegt werden. Im Versorgungsalltag spielen darüber hinaus hochwertige und evidenzbasierte medizinische Leitlinien eine Schlüsselrolle. Der Gesetzgeber hat die Fördermöglichkeiten des Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses dahingehend erweitert, dass Projekte zur Entwicklung oder Weiterentwicklung ausgewählter medizinischer Leitlinien, eben auch zur Versorgung bei seltenen Krankheiten, nun förderfähig sind.
Diese Förderung flankiert die laufenden Innovationsprojekte zur Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen, die bereits mit rund 25 Millionen Euro gefördert werden. Wichtig ist außerdem, genauer zu erfassen, welche seltenen Erkrankungen stationär behandelt werden, um die Häufigkeit besser abschätzen zu können. Sie sind bisher allerdings nur zu einem geringen Anteil in der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten abgebildet und werden daher mit den Diagnosedaten nur unzureichend erfasst. Mit dem Digitale Versorgung und Pflegemodernisierungsgesetz, das sich derzeit in der parlamentarischen Beratung befindet, soll zukünftig die eindeutige Kodierung seltener Erkrankungen im stationären Bereich verbindlich vorgegeben werden. Ein enormes Potenzial für die Forschung und die Versorgung seltener Erkrankungen bietet zudem die Digitalisierung. Und wenn wir von Digitalisierung reden, sprechen wir natürlich auch von künstlicher Intelligenz. Die wenigen vorhandenen Daten zu Symptomen und Krankheitsverläufen müssen standortübergreifend nutzbar gemacht werden. Künstliche Intelligenz und lernende Systeme können durch Auswertung großer Datenmengen, den sogenannten Big Data, helfen, die richtige Diagnose zu stellen, Therapien zu optimieren und führen schlussendlich zu einer personalisierten Medizin. Die Medizininformatik-Initiative der Bundesregierung, die hier ansetzt, hat zum Ziel, mit maßgeschneiderten IT-Lösungen und nachhaltigen digitalen Infrastrukturen eine standortübergreifende Nutzung von Gesundheitsdaten für die Forschung an Universitätskliniken zu entwickeln. Im Rahmen dieser Initiative wird das Verbundvorhaben Collaboration on Rare Diseases zu seltenen Erkrankungen seit fast genau einem Jahr mit 6 Millionen Euro gefördert, um die Versorgung und Forschung im Bereich der seltenen Erkrankungen zu verbessern. Bereits im kommenden Jahr sollen spezielle Konzepte und Lösungen sicherstellen, dass die Dokumentation der seltenen Erkrankungen in den Universitätskliniken verbessert wird und die gewonnenen Daten gemeinsam nutzbar sind. Einen weiteren wichtigen Beitrag wird die deutsche Genominitiative Genom.de leisten. Dieses Projekt wird aktuell gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Patientenorganisationen und einem Expertenrat aus Wissenschaft, Forschung und Informatik durch das Gesundheitsministerium entwickelt und sieht die Einführung der medizinischen Genomsequenzierung in die Regelversorgung zunächst bei seltenen Erkrankungen und bei Krebserkrankungen vor. In ausgewiesenen Zentren sollen durch die Erhebung und Auswertung von klinischen, phänotypischen und genetischen Daten Forschung und eine patientenindividuelle Gesundheitsversorgung ermöglicht werden. Diese Punkte machen deutlich, dass auf mehreren Ebenen daran gearbeitet wird, die Forschung von seltenen Erkrankungen und die Versorgung der Betroffenen zu verbessern. Ich wünsche mir, dass sich die Situation der betroffenen Menschen durch diese umfangreiche Unterstützung möglichst schnell verbessert wird. Ich bin froh, dass Patienten und Selbsthilfeorganisationen und spezialisierte Zentren für seltene Erkrankungen an der Seite von Betroffenen und ihren Angehörigen stehen. Sie unterstützen nicht nur auf fachlicher Ebene, sondern auch moralisch. Veranstaltungen wie die heutige leisten einen wichtigen Beitrag dazu, den Blick auf seltene Erkrankungen zu fokussieren, das Bewusstsein zu schärfen und die Belange der Betroffenen in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken. Hierfür danke ich Ihnen und hoffe, Sie tragen Ihre Erkenntnisse in Ihre Netzwerke. Wir danken Frau Schmidtke für diesen Impuls, für diese Keynote, genauer gesagt. Und so dankbar ich für die jüngste Zuschauerfrage an Frau Irschik-Hadir von Takeda war, so dankbar bin ich Takeda für die Zusammenarbeit. Denn ein Zitat von Herrn Klein: Die Therapie seltener Kindererkrankungen ist sehr teuer und personalintensiv. Das wird nicht mehr ausreichend finanziert. Kranke Kinder haben aber nach meiner Überzeugung ein Recht auf bestmögliche medizinische Versorgung. So legt es auch die UN-Kinderrechtskonvention fest. Es gibt viele Hinweise darauf, dass wir in Deutschland hier einen großen Nachholbedarf haben. Ich finde das beschämend. Soweit Professor Klein. Und deswegen war die ZuschauerInnenfrage an die Chefin von Takeda auch wichtig, und ich weiß wohl, dass Takeda an unserer Seite steht und natürlich auch darüber nachdenkt, wie man das alles verbessern kann. Wir haben ganz am Anfang mit Herrn Lankenau gesprochen und über PCH2. Nun, damit PCH2 irgendwann behandelt werden kann,
braucht es ein Untersuchungssystem, das dem menschlichen Gehirn möglichst nahe kommt, um die Auswirkungen zu sehen. Zur Erforschung, die auch wieder viel Geld kostet, entwickeln die Experten ein humanes Zellkulturmodell. Die erkrankten Kinder spenden Hautzellen, aus denen Stammzellen erzeugt werden, und aus diesen Stammzellen werden wiederum verschiedene Nervenzellen produziert, um zu verstehen, wie die funktionieren und welche Prozesse durch die Mutation beeinträchtigt werden. Diese Forschung bildet die Grundlage für eine mögliche Therapieentwicklung. Und so etwas ist unser Antrieb, heute und hier darüber zu reden, um das für die Zukunft zu erleichtern. Ja, weil seltene Erkrankungen gemein haben, dass die Diagnose meist sehr spät erfolgt. Wir haben mit Herrn Lankenau gesprochen. Ich bin froh, dass er noch bei uns ist. Ich will aber sagen, manchmal ist es ja so, dass Liebe tatsächlich zur Heilung beiträgt. Nicht zur endgültigen, aber zu etwas, was einem Wunder gleichkommt. Jonas ist heute an der Torwiesenschule in Stuttgart und ist Klassensprecher und zentrale Figur in der Klassengemeinschaft. Sein Bruder ist auch an dieser Schule. Und sie sind, ja, wie wir gelernt haben, ganz normale Kinder, die ihren Vater mal ärgern und mal nicht. Und darüber freue ich mich. Herr Lankenau, wenn Sie das jetzt alles gehört haben, also mehr vernetzte Zentren, die Nutzung oder Nichtnutzung von Big Data, biotechnologische Fortschritte. Was gibt Ihnen Hoffnung? Haben Sie Hoffnung? Also da ist ziemlich viel dabei, was mir Hoffnung gibt, die Stichworte, die Sie gesagt haben. Was mir nochmal ganz wichtig ist, ist diese Kostendiskussion. Wir haben konkret in dieser Initiative PCH2Cure aktuell von den Forschern aufgerufen, den Mittelbedarf von knapp 1 Million Euro. Das klingt schrecklich, schrecklich viel für 60 Familien aktuell in Deutschland. Jedes Jahr kommen ungefähr 5 bis 10 dazu, einfach was die Quote an den Geburten angeht. Wenn ich mir aber anschaue, ganzheitlich betrachtet, was an Folgekosten verursacht wird durch diese Erkrankung, was Krankenhausaufenthalte, was Pflegekosten in der häuslichen Intensivpflege bedeuten, dann ist es nicht viel, diese 1 Million Euro, die man braucht, um diese Krankheit wirklich zu verstehen und hoffentlich dann irgendwann heilen zu können, aber auch den lebenden Kindern vielleicht so viel Erleichterung zu bringen, dass da zum Beispiel gar nicht mehr so viel Krankenhausaufenthalte und Pflegebedarf hinterher existiert. Deswegen würde ich nochmal appellieren wollen an dieses Thema, lasst uns die Kostendiskussion ganzheitlich betrachten, lasst uns Folgekosten da einrechnen und nicht von den möglicherweise hoch erscheinenden Initialkosten abschrecken zu lassen. Das wäre mein Wunsch an der Stelle. Herr Dr. Lankenau, vielen Dank dafür, dass Sie bei uns waren und Ihr, ja, in diesem Falle Leben mit uns geteilt haben. Also ich wünsche Ihnen, dass Sie stark bleiben und dass Sie für alles das, was Sie zu tun haben, gesund bleiben. In diesen Zeiten ist das ein sehr wichtiger Wunsch. Ja, vielen Dank. Ich habe Ihnen zu Beginn von dieser seltenen Erkrankung der interstitiellen Zystitis erzählt. Bei dieser Krankheit müssen Betroffene häufig mehr als 30 Mal am Tag auf die Toilette. Das ist schmerzhaft und schwierig. Und an ein normales Leben außerhalb der vier Wände, der eigenen vier Wände, ist für diese Patienten nicht zu denken. Nun haben es Forscher aber geschafft, eine Therapie zu entwickeln, die die Blasenschleimhaut wieder aufbaut und so Schmerzen und Harndrang reduziert. Vor gut 4 Jahren wurde das Medikament bei uns zugelassen. Das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet Kraft, das kostet auch ja Zugeneigtheit, nämlich zu diesem Thema. Und darum sind wir um Zukunftsperspektiven für seltene Erkrankungen bemüht. Es geht darum, an solchen Erfolgen dran zu bleiben, an ihnen anzuknüpfen, andere zu ermöglichen, uns zu ermächtigen und zu ertüchtigen, solche Fortschritte auch für uns alle nutzbar zu machen. Das werden wir auch tun. Und deshalb sehen wir uns, Takeda sei für dieses Mal Dank, in nicht allzu ferner Zukunft wieder.
spätestens beim nächsten Fachforum Gesundheit zum Tag der seltenen Erkrankung. Ich hoffe vorher. Dankeschön.